Ganz herzlich willkommen an alle, die sich eingewählt haben zu unserer ersten wirklich inhaltlichen Live-Session im Wissensmanagement MOOC 2017. Heute mit Günther Hartmann, der sich aus Berlin zugeschaltet hat. Ein langjähriger und erfahrener Berater im Umfeld Wissensmanagement und Qualitätsmanagement. Mitglied auch schon seit langen Jahren der Gesellschaft für Wissensmanagement und auch einer Arbeitsgruppe von GFWM und DGQ, also der Gesellschaft für Qualität, die sich mit dieser Frage beschäftigt, wie die Anforderungen an Wissensmanagement aus der neuen ISO 9001 erfüllt werden können. Also vielen Dank, Günther, dass du Zeit hast für diese Live-Session und auch ganz vielen Dank, dass du jetzt nicht theoretisieren möchtest über Wissensmanagement und Qualitätsmanagement, sondern dass du ein Praxisbeispiel mitgebracht hast, wie man in einem Unternehmen Wissensmanagement-Werkzeuge einführt und dabei, so habe ich dich verstanden, mal ganz nebenbei auch die Anforderungen der ISO 9001 erfüllen kann. Damit gebe ich das Wort auch an dich und höre auch auf, meinen Bildschirm zu teilen, sodass du deine Folien zeigen kannst. Ja, erstmal von mir auch herzlich willkommen zum heutigen Termin und danke auch für die Gelegenheit, so aus dem Nähkästchen, aus der Praxis zu plaudern. Was ich vorstellen möchte, ist ein Projekt, das ich vor kurzem bei einem Unternehmen durchgeführt habe, das zumindest am Anfang unter dem Begriff Wissensstaffette lief. Ich komme gleich noch mal darauf zu sprechen, warum anfangs. Was ich kurz machen möchte, ist wirklich schlagwortartig nochmal rekapitulieren, was sagt jetzt eigentlich die ISO 9001 2015 zu den Themen Wissen und Kompetenz. Dann will ich das Projekt ganz kurz vorstellen, also das, was sozusagen die Ausgangssituation war, was zwischendurch passiert ist, was als Ergebnis hinten rausgekommen ist und dann aber auch die Ergebnisse, sofern sie grafisch, visuell festgehalten worden sind, einmal ganz kurz zeigen. Das, also wer Interesse hat, kann das dann also auch hinterher zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, ISO 9001 2015, das ist ja die Version, die ab Mitte September nächsten Jahres gilt. Neue Anforderungen unter dem Aspekt Ressourcen ist der Absatz 716, Wissen, Organisation. Und wenn man den Text einfach mal auseinander nimmt, kommt man auf vier Teilaspekte. Das ist das Thema Wissen bestimmen, Wissen aufrechterhalten, Wissen vermitteln, Zusatzwissen erlangen. Beziehungsweise, was hier halt wichtig ist, das steht hier oben bei 716, Wissen der Organisation. Da geht es also nicht nur um das individuelle Wissen, sondern das Wissen, das in der Organisation vorhanden ist, also quasi zwischen den Köpfen, in Dokumenten und so weiter auch abgelegt ist. Neu ist auch der Absatz 7.2, das ist das Thema Kompetenz. Im Gegensatz zum Wissen geht es hier jetzt um das individuelle Wissen. Und da geht es um das Thema Kompetenzen bestimmen, Kompetenzen sicherstellen, Kompetenzen erwerben, Kompetenzen nachweisen. Wer Interesse hat, ich habe hinten am Ende der Folien nochmal eine ganz, ganz kurze textliche Zusammenfassung. Wer das haben möchte, kann sich ja euch, stellt es einfach dann Gabriele bzw. Dirk dann insgesamt zur Verfügung. Jetzt zu dem eigentlichen Auftrag, zu dem Projekt. Ich habe jetzt ganz bewusst oben auch erstmal Ausgangslage hingeschrieben, weil der Auftrag war, Führungskraft geht in Ruhestand, der Wissenstransfer auf den Nachfolger soll durch die Wissensstaffette gestaltet werden, also Methode Wissensstaffette. Zum Unternehmen selber, das ist ein international tätiges Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern. Die Organisationseinheit, in der ich mich jetzt bewegt habe, hat nur 5 Mitarbeiter. Davon gibt es auch ganz, ganz viele. Und der ausscheidende Mitarbeiter war jetzt circa 40 Jahre im Unternehmen, hat also auch eine sehr hohe Expertise angesammelt. Der Nachfolger war bereits eingestellt, das heißt, hier war sichergestellt, dass es eine Überschneidung gibt und der Wissenstransfer dann auch eigentlich nach der Methode Wissensstaffette gestaltet werden könnte. Der Anstoß kam interessanterweise aus dem Bereich HR des Unternehmens. Also bisher hatten sich die Organisationseinheiten selber um das Thema gekümmert. Das war jetzt, wie gesagt, neu, dass es aus dem Bereich HR kam.
Ganz kurz zum Thema Wissensstaffette. Was ist denn das jetzt eigentlich, damit dann auch jeder von Ihnen weiß, wovon ich jetzt eigentlich rede oder was eigentlich rauskommen sollte, wie der Ablauf eigentlich sein sollte. Bei dem Thema Wissensstaffette geht es darum, dass es letztlich sowas wie Thema oder Überbegriff Leading Expert Debriefing. Das ist ein moderierter Prozess. Es geht um den Vorgänger, also den ausscheidenden Mitarbeiter, die ausscheidende Mitarbeiterin als Wissensgeber. Es geht um den Nachfolger als Wissensnehmer. Das sind also die beiden direkt Beteiligten, auch überwiegend Beteiligten. Zeitweise ist zumindest, wenn man sich stur an die Methodik hält, dann auch der Vorgesetzte, die Führungskraft zumindest beim Auftakt dabei, was einfach den Hintergrund hat, dass ausgeschlossen werden soll, dass Themen, die nicht mehr relevant sind, trotzdem mit abgearbeitet werden, mit behandelt werden, irgendwo in irgendwelchen Dokumenten nochmal auftauchen, dass einfach hier auch ein Cut gemacht werden kann. Und ganz wichtig bei der Methode ist eigentlich auch, dass es ein moderierter Prozess. Das Ganze läuft in der Regel in Form auch von strukturierten Interviews ab. Bei der Wortwahl bin ich absichtlich jetzt ein bisschen vorsichtig, weil der Ablauf dann jetzt einfach ein bisschen anders geworden ist. Es hat einfach mit terminlichen Dingen zu tun gehabt, hat auch mit dem Verständnis der Methode Wissensstaffette zu tun gehabt, was mir gezeigt hat, dass es auch Sinn macht, über solche Dinge dann von Beginn an nochmal zu reden. Was jetzt hinten rauskommen soll, ist eigentlich dann ein moderierter Prozess. Es wird eine Wissenslandkarte erstellt, Wissensgeber, Wissensnehmer sind dabei. Wissenslandkarte, die wir erstellt haben, zeige ich nachher auch ganz kurz. Es ist erstellt worden ein sogenannter Wissensbaum, zeige ich auch ganz kurz. Das ist ein strukturiertes Verfahren, mit dem geguckt wird, was der ausscheidende Mitarbeiter eigentlich an Kompetenzen hat. Was auch mit abgearbeitet wurde, nenne ich das jetzt mal, ist das Thema Mikroartikel, hier genutzt als Struktur zum Umgang mit Fehlern, das heißt Identifizieren, Behandeln von Fehlern. Dann das Thema Laufwerkstrukturierung, das heißt ein Inhaltsverzeichnis anlegen, wo eigentlich jetzt was zu finden ist, und eine Aktualisierung der Laufwerkstruktur hat einfach auch den Hintergrund, dass der Mitarbeiter, der jetzt gegangen war, inzwischen auch nicht mehr ist, halt 40 Jahre da war und sich in dem aktuellen Laufwerk schon ein Unterordner Laufwerk alt und darin nochmal ein Laufwerk alt irgendwo befunden hat und teilweise alte Angebote für Laborgeräte und, wo der Vorgesetzte gesagt hat, nee, das hätte er jetzt gerne mal wieder auf den frischen Stand gebracht und den anders halt jetzt genutzt hat, mit dem neuen Mitarbeiter, mit der neuen Führungskraft hinzugehen, ranzugehen, zu sagen, so, machen wir jetzt. Die Struktur ist auch gemeinsam erarbeitet worden. Was jetzt ein Zufalls- oder Nebenprodukt war bei der ganzen Geschichte, das zeige ich nachher bei der Wissenslandkarte, es sind ganz klar Bezüge zur ISO 9001, Version 2015 da, sind identifiziert worden. Also jetzt nicht nur die Aspekte Wissen und Kompetenz, sondern zum Beispiel auch das Thema Risiko, das Thema Führung, das Thema Stakeholder, das Thema Risiko und so weiter. Wissensbaum zeige ich gleich auch nochmal praktisch, wie das aussieht, weil der ausscheidende Mitarbeiter hat für sich dann auch nochmal einen Wissensbaum mit erstellt. Das kommt ursprünglich aus dem Projekt NovaPI, heißt das, von der Ruhr-Uni Bochum. Das ist eine grafische Darstellung auch, wo die Wurzeln des Baumes darstellen, wo wurde gelernt, im Stamm wird beschrieben, was wird gelernt und in der Krone bzw. in den Früchten wird gezeigt, wo wird jetzt was eigentlich eingesetzt, also die Aufgabenfelder. Ich hatte schon erwähnt, Mikroartikel ist ebenfalls mit eingeführt worden zum Thema Umgang mit Fehlern. Da ist dann jetzt die Gelegenheit auch gleich mitgenutzt worden, für den ausscheidenden Mitarbeiter die entwickelte Struktur jetzt schon mal zu füllen, mit drei Praxisbeispielen zu füllen, dann auch nochmal zu evaluieren, stimmt das so, stimmt die Struktur, passt das eigentlich, es sind nochmal geringfügige Änderungen vorgenommen worden. Und daraus ist auch jetzt eine klare Struktur entstanden, so eine Art Template, die jetzt weiter genutzt wird.
Das Einzige, was jetzt noch nicht klar ist, also im Moment ist es ein Word-Dokument, strukturiertes Word-Dokument. Ob das als Word-Dokument erhalten bleibt oder ob es jetzt in Kürze vielleicht in Datenbank übertragen wird, weil dieser Ansatz, der hier in dieser Organisationseinheit umgesetzt wurde, auch auf andere Organisationseinheiten übertragen werden soll. Mikroartikel, ganz kurz, gliedert sich in vier Blöcke. Also es ist einmal das Thema, kann man auch sagen Überschrift, dann die eigentliche Geschichte. Dann geht es um das Thema Folgerung, welche Erfahrungen hat man daraus gesammelt. Und unten ist dann, welche Abschlussfragen, also Thema Abschlussfragen, gibt es offen gebliebene Fragen, die zum weiteren Nachdenken anregen bzw. zum weiteren Nachforschen. Die Umsetzung jetzt in diesem Unternehmen sieht so aus, dass wir gesagt haben, klar ist, müssen wir klar sein, wer ist der Autor dieses Artikels, dann das Datum der Erstellung, dann das Thema, was ist jetzt eigentlich tatsächlich passiert, der Inhalt kurz beschrieben. Und Folgerungen hatte ich schon kurz gesagt, was daraus folgern kann, soll. Und jetzt als Beispiel hier in dem Fall unter dem Punkt Geschichte ist jetzt nochmal mit eingefügt worden, einmal Verlinkung, sofern vorhanden, zur Produktdatenbank des Unternehmens, zum CRM, also Customer Relationship Management System des Unternehmens. Falls es Laboruntersuchungen zu diesem Fehler, zu diesem Fall gibt, auch ein Link dorthin. Falls es Messergebnisse gibt, auch ein Link dorthin. Und Beispiele für Folgerungen können sein, bestehen Beziehungen zu anderen identifizierten, Klammer auf, und dokumentierten Fehlern. Das heißt, gibt es Querbeziehungen und dann daraus abgeleitet, lassen sich hieraus vielleicht auch Muster ableiten. Das heißt, stimmt zum Beispiel ein Prozess nicht oder passieren Fehler immer wieder an der gleichen Stelle, örtlich gesehen, zum Beispiel in der Produktion anderswo. Dann hängt hinten natürlich auch dran, wie lassen sich diese identifizierten Fehler zukünftig vermeiden. Das ist ja auch letztlich das Ziel, wenn man sagt, wir wollen Fehler identifizieren. Das alleine nutzt ja nichts, wenn ich keine Ableitung daraus schließe. Und ganz konkret, welche Maßnahmen sind jetzt hier notwendig oder welche Schritte sind notwendig, um diese Fehler zukünftig zu vermeiden? Und als letzte Frage wurde noch mit reingenommen, wer muss zusätzlich innerhalb des Unternehmens oder auch außerhalb des Unternehmens informiert werden? Das ist, wie gesagt, so das Template für den Mikroartikel zur Erfassung jetzt der Fehler. Ich würde dann jetzt... Oder existieren hierzu jetzt schon Fragen? Ich habe gerade auch mal in den bei den Teilnehmern geschaut. Günther, noch ist keine Hand gehoben. Ich denke, du kannst einfach erstmal weitermachen. Okay, dann gehe ich mal weiter. Und zwar, ich gehe jetzt mal zum Thema Wissensbaum. Das ist dieses praktische Beispiel, wo ich vorhin gesagt hatte, dass der ausscheidende Mitarbeiter für sich selber jetzt immer so einen Wissensbaum erstellt hat. Ich würde trotzdem mal ganz, ganz kurz unterbrechen, weil ich weiß nicht, wer das Chatfenster jetzt sieht. Man kann das oben einschalten bei Optionen. Das heißt, wenn man Fragen hat, kann man die auch im Chat eintippen und dann wissen wir, wem wir mit welcher Frage was freischalten sollten. Wollte ich bloß kurz dazwischen sagen. Also oben am Bildschirmrand kann man diesen Chat einschalten, dass man das als Fenster mit sieht. Okay. Wenn jetzt aktuell erstmal keine Fragen sind, mache ich weiter. Also das ist jetzt so der Wissensbaum, nennt sich das, dieses ausscheidenden Mitarbeiters. Ich hatte vorhin gesagt, so in den Wurzeln wird identifiziert, wo kommt jetzt eigentlich was her, also wo wurde gelernt. Das hat der Mitarbeiter für sich selber mal ausgefüllt. Das ist jetzt einfach auch grafisch dargestellt, weil Grafiken bekanntermaßen den Vorteil haben, dass sie leichter verständlich sind, leichter lesbar sind. Dann aus dem Gelernten, welche Kompetenzen haben sich daraus entwickelt? Da geht es also nicht nur um Fachkompetenzen, sondern auch um soziale Kompetenzen. Wie man hier sehen kann, sind so Dinge wie Stressresistenz, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, soziale Kompetenz, Durchsetzungsvermögen, also das, was letztlich auch eine Führungskraft mit ausmacht, mit gestalten können muss. Produktkenntnisse, da sind wir jetzt beim Thema Fachkenntnisse.
Ablaufkenntnisse und Prioritäten erkennen. Und oben, das sind die Aufgabenfelder des ausscheidenden Mitarbeiters. Wie man sieht, ist das eine ganze Menge. Selbst wenn das also jetzt so eine ganz kleine Organisationseinheit ist mit 5 Mitarbeitern, die haben mächtig viel zu tun. Und die Verantwortung dieses Mitarbeiters, beziehungsweise jetzt des neuen Mitarbeiters, ist also auch nicht ganz ohne. Das habe ich also jetzt vor Ort auch mal live erleben können. Das wird dann vielleicht auch gleich aus der Wissenslandkarte noch ein bisschen deutlicher. So, ich gehe da mal. Das ist jetzt so die Übersicht der Wissenslandkarte. Ich zeige gleich im Detail nochmal zum Vorgehen hierzu. Wenn man sich umguckt, also im Internet sucht zum Thema Wissenslandkarte bzw. Wissensstaffette, findet man eigentlich schon mal ein paar Templates, mit denen man so ein Thema starten kann. Das habe ich auch gemacht. Also das mache ich grundsätzlich, dass ich mit so einer Vorlage schon mal ins Unternehmen reingehe. Das wird also nicht bei Null starten. Es gibt bestimmte Themen, die in den allermeisten Unternehmen, in den allermeisten Organisationseinheiten auftauchen und die dann noch weiter ausgearbeitet werden, beziehungsweise wo dann auch einfach nochmal ein paar Items dann dazukommen. Diese roten Pfeile, die man hier sehen kann, das ist das Besondere beim Mindmapping, dass man hier einfach ganz schnell auch mal zeigen kann, wo jetzt Querbeziehungen bestehen. Das haben wir also dann auch gleichzeitig mitgemacht. Ich steige jetzt mal um in das eigentliche Programm. Das hier zum Beispiel, das ist ein Ast Tätigkeiten, der kommt ganz oft vor. Also als Basis kann man das immer nehmen. Dann auch mit dieser Struktur täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich. Und wenn es noch irgendwelche unregelmäßigen Dinge gibt, könnte man hier nochmal ein zusätzliches Feld einfügen. Hier ist zum Beispiel mal aufgeblättert, wöchentlich gibt es Bereichsbesprechungen, es gibt eine Aktivitätenliste zum Reporting, gegebenenfalls Telcos. Und ich blätter jetzt oder scroll jetzt mal ein bisschen rüber. Was man jetzt hier schon mal sehen kann, ist aus der Aktivitätenliste bzw. der Reporting gibt es schon mal einen Schwenk zu den Quartalsberichten. Das heißt, das, was hier im Reporting passiert, also wöchentlich bearbeitet, besprochen, erfasst wird, fließt dann zumindest teilweise auch in die Quartalsberichte. Und so setze ich das auf anderen Ebenen auch fort. Hier oben bei Funktionen, das sind die Funktionen des ausscheidenden Mitarbeiters bzw. jetzt auch des neuen Mitarbeiters, des Wissensnehmers. Der ist in seinem Bereich für das Qualitätsmanagement verantwortlich, ist also nicht formal Qualitätsmanagementbeauftragter, sondern verantwortlich. Und da geht es ganz konkret um das Thema Arbeitsanweisungen bzw. QM-Dokumentation, dass die also aktuell gehalten wird, nachgehalten wird. Dann das Thema Arbeitsschutz, Betriebsanweisungen, Schulen, also andere Mitarbeiter schulen, Gefährdungsbeschreibungen erstellen und schulen und jährliche Sicherheitsschulungen. So setze ich das eigentlich fort. Thema Projekte ist auch so ein Klassiker, der bei solchen Projekten immer wieder auch rauskommt, laufende Projekte, abgeschlossene Projekte, geplante Projekte. Die Unteräste, die kann ich jetzt hier leider nicht aufmachen, weil ich damit dann zu viel über das Unternehmen erzählen würde. Hier unten zum Beispiel ist das Thema Prozesse. Das ist auch hinterlegt, das ist dokumentiert, da sind Prozessbeschreibungen auch drin, wie zum Beispiel Fachwissen transferiert werden soll, wie es erfasst werden soll, wie es erworben werden soll, mit welchen Methoden. Dann ist auch für diese eine kleine Organisationseinheit eine eigene Budgetverwaltung da, die eigene Personalplanung ist da, die internen Abläufe werden selbst gesteuert und so weiter. Ich schwenke jetzt mal auf die andere Seite der Wissenslandkarte rüber. Und hier ist zum Beispiel der Aspekt Entscheidungsfindung, Problemlösung, Fehleranalyse. Da ist zum Beispiel jetzt aufgeführt, es gibt Kundenanforderungen, es gibt Spezifikationsanforderungen, es gibt Experimente und daraus lassen sich dann Kriterien für Prüfungen bzw. Bewertungsmaßstäbe ableiten bzw. aus diesen Kriterien
Bewertungsmaßstäben kommt man dann auch wieder zu den Kundenanforderungen, zu den Spezifikationsanforderungen und so weiter. Was hier jetzt auch ganz klar ist, also das ist jetzt leider, also hier ist jetzt der Ast verloren gegangen. Hier ist das Thema QMS, also Qualitätsmanagementsystem. Hier ist eigentlich auch ein Link oben zu diesem Thema. Wo ist der jetzt? Ja, das Thema. Oh. Das Thema ist verschwunden, deswegen gibt es den Link nicht mehr. Sorry. Da war das Thema Wissenstransfer, Wissenssicherung hinterlegt, also wie in dieser Organisationseinheit dafür gesorgt wird, wie das vorhandene Wissen transferiert wird, wie das Wissen entwickelt wird und so weiter. Und was zum Beispiel auch sehr viel mit Wissen zu tun hat, ist, wie bewerte ich eigentlich Informationen? Wie bewerte ich dokumentierte Informationen? Wie bewerte ich Informationen, die vom Außendienst reinkommen? Es gibt interne Checklisten dafür, es gibt Datenbanken dafür. Es werden zum Beispiel Messen, Kongresse besucht, um einfach auch mal einen Abgleich zu haben zwischen dem, was in der Organisationseinheit im Unternehmen an Wissen da ist, an Kompetenzen da ist und was jetzt in der Außenwelt sozusagen los ist. Das ist jetzt so eine Übersicht, die Wissenslernkarte, die wir erstellt haben. Ich hatte vorhin mal gesagt, dass das Verfahren jetzt nicht so ganz methodisch sauber gelaufen ist. Was einfach damit zu tun hat, ich hatte vorhin mal kurz aufgezeigt, es gibt mehrere Beteiligte, also den ausscheidenden Mitarbeiter, den neuen Mitarbeiter, die Führungskraft, die zumindest beim ersten Termin mit dabei ist und jemanden, der moderiert und interviewt. Und beim ersten Termin hat sich dann gezeigt, das Verständnis von Wissensstaffette war unterschiedlich. Also Schlagwort war das gleiche, nur was sich methodisch, inhaltlich dahinter verbirgt, war unterschiedlich. Und insofern haben also jetzt auch keine Interviews in strukturierter Form stattgefunden, sondern es war sozusagen on the fly zwischen dem ausscheidenden Mitarbeiter, dem neuen Mitarbeiter und dem Stellvertreter des ausscheidenden Mitarbeiters, so eine permanente Entwicklung dieser Wissenslandkarte mit Fragen Antworten, was jetzt auch ganz wichtig war, dass nicht nur der ausscheidende Mitarbeiter sein Wissen preisgegeben hat, was jetzt hierüber auch identifiziert werden konnte, sondern dass der neue Mitarbeiter, der Wissensnehmer, auch schon seine Fragen anbringen konnte. Das war also auch nochmal eine unheimliche Bereicherung jetzt für den Ablauf. Und ich gehe jetzt mal hier auf die Übersicht. Das ist jetzt so die Übersicht der Wissenslandkarte. Das ist letztlich sowas wie ein Kompass, wie Navigationshilfe für den neuen Mitarbeiter, die daraus entstanden ist. Und weshalb ich vorhin gesagt hatte, dass ursprünglich mal nur das Thema Wissensstaffette anstand, aber mehr daraus geworden ist. Das hat sich also beim ersten Gespräch mit dem Vorgesetzten des ausscheidenden Mitarbeiters gezeigt, der nochmal so zwei, drei Themen hatte, die ihm ja am Herzen lagen, ein bisschen auch unter den Nägeln gebrannt haben. Das war zum Beispiel auch das Thema Umgang mit Fehlern, also denn der Aspekt oder die Methode Mikroartikel damit zum Tragen gekommen wurde. Oder das Thema auch Laufwerkstrukturierung läuft auch unter dem Schlagwort selbsterklärende Laufwerkstruktur. Das ist alles mit angeschoben worden, das ist inzwischen auch umgesetzt worden. Und das Einzige, was ich jetzt noch nicht weiß, ist, ob jetzt die Mikroartikel mit den Inhalten in eine Datenbank überführt werden oder ob das jetzt erstmal so weiterläuft. Ich überlege gerade. Ich hatte vorhin gesagt, also es gibt einen starken Bezug zum Thema ISO 9001. Also es hat jetzt nicht nur mit den beiden Aspekten, mit den beiden Anforderungen Wissen und Kompetenz zu tun, sondern wenn man sich die Wissenslandkarte anguckt, ich gehe jetzt noch mal kurz drauf. Hier oben ist zum Beispiel das Thema Arbeitsschutz mit drin. Das hat sehr viel auch mit dem Thema Risiko auch zu tun, dass er jetzt auch neu in der ISO 9001 mit verankert ist. Wenn man hier drüben, ich gehe noch mal kurz nach oben, also wenn man jetzt auf das Thema Schnittstellen zum Beispiel geht, hier sind die Kunden genannt, hier sind Lieferanten genannt, hier sind Verbände, Netzwerke genannt. Das ist so dieses Thema Stakeholder, interessierte Parteien, wie es in der ISO-Norm heißt, was hier auch mit drin ist.
Dann, was jetzt auch direkt mit dem Projekt zu tun hat, auch mit dem Aspekt Risiko aus der Norm, ist das Thema Wissensverlust. Also wenn sich ein Unternehmen zum Beispiel nicht rechtzeitig darum kümmert, so wie hier in dem Fall, dass das Wissen erfasst, transferiert wird, soweit es eben geht, sondern ein ausscheidender Mitarbeiter irgendwann einfach geht, ohne dass sich irgendjemand darum kümmert, eine Struktur zu entwickeln, zu dokumentieren und so weiter. Deswegen, das Wissen ist verloren und muss unter Umständen sehr aufwendig, kostenzeitaufwendig wieder neu aufgebaut werden. Das heißt, hier ist auch nochmal das Thema Risiko dann mit hinterlegt. Ja, das ist in aller Kürze jetzt erstmal das, was in diesem Projekt gelaufen ist. Das sind so die aus meiner Sicht relevanten Dinge. Gibt es von Ihrer Seite jetzt Fragen dazu? Ich weiß jetzt nicht genau, ob das bei dir noch kommt. Ich hätte direkt noch eine Frage. Ja. Hier, wie erfüllt das jetzt nebenher tatsächlich diese Anforderungen der ISO 9001? Gehst du dann drauf nochmal ein? Oder? Ich war davon ausgegangen, dass ich das jetzt sozusagen unterwegs mit abgearbeitet habe. Ich gehe nochmal kurz zurück in der Präsentation auf das Thema Wissen bzw. Kompetenz. Also hier geht es ja um das Thema Wissen bestimmen, also Absatz 7.1.6, Wissen Organisation, Wissen bestimmen, Wissen aufrechterhalten, Wissen vermitteln, Zusatzwissen erlangen. Das ist zwar jetzt auf individueller Ebene passiert, aber das ist ein Ansatz und in der Wissenslandkarte sind jetzt auch Bereiche identifiziert, wo jetzt weitergemacht werden kann bzw. weitergemacht werden muss. Also genau diese Aspekte, die jetzt hier nochmal stehen, abgearbeitet werden müssen. Mhm. Beziehungsweise hier das Thema Kompetenz, das ist zumindest für den einen Mitarbeiter, der jetzt nicht mehr da ist, aber mit erfasst worden. Das ist das Thema über den Wissensbaum, Wissen bestimmen, Wissen sich, also Kompetenzen sicherstellen, erwerben. Das hat einfach den Hintergrund, dass jetzt hier der Wissensbaum Hinweise liefert, welche Kompetenzen braucht jetzt auch der neue Mitarbeiter, um diese Aufgaben, die jetzt oben in dieser Krone alle enthalten sind, zu erfüllen zu können. Wo sind mögliche Defizite und wie können diese Defizite jetzt geschlossen werden? Also da sind ganz schnell zwei Aspekte aufgetaucht. Das eine war natürlich Führungskräfteschulung. Der Mitarbeiter, der da reingekommen ist, der war vorher keine Führungskraft. Der Mitarbeiter, der da reingekommen ist, hat vorher zum Thema Qualitätsmanagement keine Weiterbildung, keine Schulung gehabt. Das sind also zwei Bereiche, die ganz schnell identifiziert wurden. Und dann, wie gesagt, die ganzen anderen Aspekte, die in der Wissenslandkarte jetzt auch nochmal mit drin sind. Was sind andere interessierte Parteien jetzt für diese eine kleine Organisationseinheit mit den 5 Mitarbeitern, nämlich Kunden, nämlich Lieferanten, nämlich Verbände, nämlich Netzwerke, beziehungsweise weil es hier auch um das Thema, also es ist ein hochbrisantes Thema Sicherheit in dem Bereich. Letztlich kann man auch die Familienangehörigen mit drunter fassen. Dann ist das Thema dokumentierte Information mit drin enthalten. Also hier ist zumindest schon mal ein erster Anstoß passiert über die Wissenslandkarte, über den Wissensbaum, das dokumentiert wurde, wo jetzt Wissen zu finden ist, wo Informationen zu finden sind, wer über Informationen, wer über welches Wissen verfügt, wer welche Kompetenzen hat. Und andersrum hat sich dann jetzt im Laufe der Zeit auch nochmal gezeigt, wo jetzt hier nochmal Defizite sind. Also Dell. Ja. Das war, glaube ich, der Punkt. Das hatte ich so nicht ganz verstanden gehabt, dass jetzt du zeigst an dem Beispiel, wie für dieses eine Beispiel die Anforderungen der ISO 9001 umgesetzt werden. Was mir so gefehlt hat, war hier vielleicht von der Erwartung her, wie nebenher praktisch das Unternehmen die Gesamtanforderungen umsetzt, was ja mit dem einen Beispiel ja sicher noch nicht getan ist. Nee, ist richtig. Das ist richtig. Genau, das war mein Denkfehler dabei. Ja, okay. Ich hatte das Thema ursprünglich, oder ich wollte ich eigentlich bei der Einleitung auch noch mit einbringen, weil das ist vom Vorgehen her letztlich das Pferd von hinten aufzäumen.
Das heißt, ich gehe methodisch mit bestimmten Dingen ran, ich gehe mit bestimmten Fragestellungen ran und gucke dann, wie kann ich die Ergebnisse, wie kann ich die Fragestellungen und die Ergebnisse dieser Fragestellung in der ISO 9001 weiterverwenden? Wo gibt es Schnittstellen? Wo sind diese Anforderungen dann zumindest dann teilweise über das, was jetzt erarbeitet wurde, dann erfüllt? Das sind also auch Hinweise, die dann, also dieses Unternehmen hat einen Bereich, der heißt Global Quality Management, und das, was wir hier erarbeitet haben, wird also dorthin auch nach oben, also in diesem Bereich reingespielt. Das heißt, die wissen jetzt, was dort passiert ist, wo Ansatzpunkte sind für andere Bereiche, für andere Organisationseinheiten und können damit zumindest in Teilen die Anforderungen aus der ISO erfüllen. Gut, danke. Oh, bitte. Gibt es weitere Fragen? Ich habe jetzt im Chat noch keine weiteren Fragen entdeckt. Also wenn jemand Fragen hat dazwischen, ich schalte dann auch das Mikrofon frei. Ich muss bloß wissen, halt, wer eine Frage hat dazu, damit ich weiß, wen ich freischalte. Konstanze, es kommt eine Frage. Ja. Kann die Konstanze gleich selber... Fragen? Gut, Konstanze, du müsstest jetzt selber fragen können. Hm? Ja, sie steht. Die Frage steht ja da, wie lange der Prozess gedauert hat. Das ging relativ zügig. Also wir haben insgesamt 4,5 Arbeitstage gebraucht, also Projekttage. Also hilfreich ist einfach, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat und so wie ich das jetzt auch gemacht habe, mit Vorlagen sozusagen schon mal reingeht, so eine Struktur auch schon mal mitbringt, auf der anderen Seite aber auch offen ist für die Dinge, die im Unternehmen auftauchen, die dort an Fragen sind, an Bedürfnissen, die da sind. Also da muss man schon mit offenen Ohren und offenen Augen reingehen. So, ich habe noch die Jennifer Sauer, die hat, sieht so aus, ob sie eine Frage gestellt hat. Ich schalte mal ihr Audio ein, dass sie die auch persönlich stellen kann. Jennifer, genau. Du bist hier. Ja, eigentlich von mir nur die Frage, die Präsentation wird ja aufgenommen, ob es auch die Möglichkeit gibt, im Nachhinein sich die nochmal anzusehen oder also online oder ob die verschickt werden kann. Also ich kann die gerne zuschicken. Also wir machen es generell so, das wird ja jetzt aufgenommen, das wird dann an die Stelle eingebunden immer im WMOOC, wo jetzt die Ankündigung für die Live-Session stand. Also bei allen, wo das funktioniert und bisher sieht es so aus, als ob die Aufzeichnung funktioniert, da kann man die dann nachsehen. Also die ist dann auf dem entsprechenden YouTube-Kanal da, aber man kommt am besten über den WMOOC ran. Ey, super. Gut, Dankeschön. Wir schicken dann auch mit der nächsten Wocheninfo nochmal den direkten Link, wo das Video dann ist. Aber es wird dann in der Woche, also in der heutigen Woche abgelegt. Dankeschön. Jetzt hätte ich noch eine Frage, Günther. Ja. Du hattest ja gesagt, gestartet wurde das Ganze aus HR heraus, weil es ja zunächst auch einfach der Trigger war, dieses Ausscheiden eines Mitarbeiters. Ja. Blieb das jetzt erstmal schwerpunktmäßig bei HR aufgehängt oder hat sich das ein bisschen verlagert und wie war dann die Interaktion, na gut, der Mitarbeiter selbst und dem es ging war halt aus dem Qualitätsmanagement, sonst wäre meine Frage jetzt gewesen, wie war dann die Interaktion mit den Kollegen aus dem QM, gerade eben dann im Kontext dieses ISO-Themas? Ja, also der Dialog mit QM war indirekt, wie gesagt, das ist ein großer Bereich, also der für die auf internationaler Ebene arbeitet. Das ist über den Vorgesetzten der ausscheidenden Führungskraft bzw. der neuen Führungskraft gelaufen. Das heißt, die haben die Projektergebnisse, den Projektbericht, HR genauso, den Kontakt bzw. den Transfer jetzt zu QM hat dann der Vorgesetzte der neuen Führungskraft gestaltet. Ja, danke schön. Da gibt es also auch nochmal eine neue Runde dann. Also mit QM dann. Gibt es weitere Fragen an den Günther Hartmann?
sieht also, momentan. Okay. Ich hätte noch eine Frage, ja. Und zwar, ob das in dem Unternehmen schon ein übliches Vorgehen ist, so ein Wissenstransfer, oder wird diese Art, mit Wissen umzugehen und sie zu erhalten, erst dort neu entdeckt, implementiert? Das war jetzt ein Pilotprojekt. Okay. Also Pilotprojekt, ja. Also wir sind quasi damit neu gestartet. Steht aber fest, dass es auf dieser Schiene weitergehen soll. Mhm. Und wie ist da bisher so Ihre Erfahrung in Firmen, wie oft sowas gemacht wird? Oder ob das jetzt eher schon in größeren weltweiten Konzernen der Fall ist? Und ja, also wenn es so in der Form umgesetzt wird, also ich gehe nochmal einen Schritt zurück, also Wissensstaffette als solche, wenn die methodisch so wie sie ursprünglich gedacht ist, durchgeführt wird, dann wird sie eher in Großunternehmen durchgeführt, was einfach damit zu tun hat, ein Unternehmen muss es sich leisten können, den ausscheidenden Mitarbeiter zu bezahlen, den neuen, den übernehmenden Mitarbeiter zu bezahlen, diesen Prozess mit zu bezahlen. Das machen, also das, wie gesagt, müssen sich Unternehmen leisten können. In dem Fall hat das Unternehmen aber gesagt, bei dem Mitarbeiter ist es so, der hat solch eine hohe Expertise, das versuchen wir jetzt auf jeden Fall. Und ob jetzt da intern gegengerechnet werden kann, was das Ganze jetzt gekostet hat, also intern, externen Kosten, beziehungsweise den Nutzen, den das Unternehmen hat, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Methode als solche weitergeführt werden soll. Wie oft, weiß ich nicht. Ja, mir ging es generell darum, weil bei uns in der Firma wird es noch nicht gemacht. Ja. Wir sind auch Teil von einem ziemlich großen Konzern und einfach so Erfahrungswerte, weil ich weiß ja nicht, wie es generell in anderen Unternehmen, größeren Unternehmen gemacht wird, ob das jetzt schon eingebürgert hat, sag ich mal, diese Bewahrung des Wissens in dem Unternehmen oder ob das jetzt noch so relativ fremd ist. Ich sag mal, also aus meinem Wissensstand, also ich weiß aus Berlin zum Beispiel, die BVG, das ist hier das Unternehmen, das den öffentlichen Nahverkehr gestaltet, also bis auf die S-Bahn, also U-Bahn, Straßenbahn, Busse, die machen sowas, das ist ein großes Unternehmen. VW macht sowas, da ist die Methode auch ursprünglich entwickelt worden und meines Wissens wird die Methode auch bei Airbus zum Beispiel angewendet. Okay, Dankeschön. Bitteschön. Ich sehe hier vielleicht noch eine erhobene Hand. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, entschuldige, genau, der O. Reinhardt, Herr oder Frau, weiß ich. Genau, ganz kurz vielleicht noch, weil ich auch relativ viel solche Prozesse unterstütze. Also meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass sich die Methode in den letzten Jahren stark verbreitet hat, ganz stark im öffentlichen Bereich. Da ist der Leidensdruck sehr hoch aufgrund der demografischen Entwicklung, aber auch in den Unternehmen und da ganz unterschiedlich. Also teilweise, dass Unternehmen sich wirklich externe Unterstützung bei den Fällen reinholen, aber meine Wahrnehmung ist zunehmend, dass tatsächlich in den Personalbereichen sich Mitarbeiter in der Methode schulen lassen und dann das als interne Dienstleistung anbieten. Oder ein Kunde von mir, Bosch, also ein großes Unternehmen, die bauen zurzeit einen Pool an sogenannten Debriefern auf, wo Mitarbeiter in der Methode geschult werden, quer über alle Bereiche. Das ist ganz spannend. Also jeder, der Interesse hat, sowas zu tun, kann sich für die Fortbildung anmelden und wird dann in diesen Pool aufgenommen. Und wenn dann Fälle von Personalwechsel anstehen, wird in diesem Pool gefragt, wer es übernehmen kann und möchte. Also meine Wahrnehmung ist, das Problem ist seit einiger Zeit schon erkannt. Die Methode verbreitet sich relativ breit momentan. Wie sie dann umgesetzt wird, das ist tatsächlich von Unternehmen zu Unternehmen etwas unterschiedlich. Ja, das Problem ist auch, also das ist nicht Problem, aber die Frage ist auch, inwieweit Unternehmen sowas bekannt machen, öffentlich machen. Ich kenne nicht allzu viele, die damit nach außen gehen. So, jetzt aber Reinhard. Jetzt aber ich, ja. Reinhard ist das. Meine Frage hätte da angeknüpft. Das ist ja ein wunderbares Beispiel, wie man das fokal natürlich auch mit dem Einverständnis der Geschäftsführung gemacht hat, weil eine hohe Expertise bei diesem einen zu debriefenden Mitarbeiter gesehen wurde.
ich selbst bin aus dem universitären Sektor, wir haben 4000 Mitarbeiterinnen und meine Frage ginge nämlich genau dahin, aber das ist zum Teil ja schon beantwortet worden jetzt von der Gabi. Wie kriegt man das in eine Strategie, dass das mit 4000 Personen funktioniert, wenn die dann ihre Jobs wechseln, beziehungsweise diese Begleitung, das ist bei mir noch so ein Spezialthema, die funktioniert bei uns da nicht, denn Universitäten in Österreich haben Planstellen und wir haben diese sinnige und sinnvolle Klausel, dass eine Planstelle erst dann besetzt oder ausgeschrieben werden darf, wenn der Vorgänger bereits in Pension ist. Okay, verstehe. Also es sind zwei Aspekte aus meiner Sicht drin. Also das eine ist zum einen, die Mitarbeiter identifizieren, die wirklich über diese hohe Expertise verfügen, wo es sich dann auch lohnt, solche Methoden anzuwenden, wo es sinnvoll ist. Das andere ist, wenn ich jetzt keine Möglichkeit habe, also diesen direkten Transfer nicht gestalten kann, das, was ich vorhin gezeigt habe, Wissensbaum, Wissenslandkarte, kann ich trotzdem erstellen, beziehungsweise die Mitarbeiter, die ausscheiden, können es ja trotzdem erstellen, also auf freiwilliger Basis natürlich, das ist Voraussetzung, Grundvoraussetzung. Das ist auf jeden Fall allemal wertvoller und bringt mehr als nichts zu tun. Das heißt, wenn ich so eine Struktur habe, also ich kann mal einmal so ein Template erstellen und dann jedem Mitarbeiter, der bereit ist, da mitzumachen, zu sagen, hinterleg doch jetzt einfach mal, was sind deine Aufgaben, wo sind deine Kompetenzen, was sind deine Tätigkeiten, wo sind deine Kontakte, was, ja, also alles das, was hier in dieser Wissenslandkarte hinterlegt ist, das kann man trotzdem machen. Das klingt so ein bisschen in Richtung auch, in die ich denke, wenn man einen Kulturwandel hier vollziehen würde, dann wäre das doch schön, wenn man das sozusagen nicht zum Zeitpunkt des möglichen Debriefings macht, sondern das eigentlich, wenn das parallel bereits zur Arbeit passieren würde und mitgezogen wäre. Ja. Das macht aus meiner Sicht auch Sinn, also zum einen sozusagen im laufenden Betrieb, weil dieses kurz vor dem Ende des Arbeitslebens, da nehme ich das jetzt mal, vor der Verrentung, ist das Interesse unterschiedlich, sich da nochmal einzubringen, beziehungsweise die Mitarbeiter sind dann teilweise mit Kopf, mit Herz, sonst schon sonst wo, aber nicht mehr am Arbeitsplatz. Und die dann nochmal abzuholen, zu sagen, komm, jetzt konzentrier dich nochmal, überleg nochmal, da bringt so eine Struktur sehr viel, da bringt es auch sehr viel, also war jetzt in dem Fall so der neue Mitarbeiter, der dann auch nochmal Fragen gestellt hat, dann das Gespräch mit dem Vorgesetzten der beiden, der sich auch nochmal mit eingebracht hat, das Gespräch mit dem Stellvertreter, der auch nochmal viel mit eingebracht hat, also wo, da kann man dann auch einfach mal gucken, wo gibt es jetzt, wenn ein einzelner Mitarbeiter da ist, wo gibt es jetzt nach oben und zur Seite hin Überschneidungen, inhaltliche, thematische Aufgaben. Technische Überschneidung, wo kann der andere vielleicht mal ergänzen, wo der eine schon wieder was vergessen hat oder ich nenne das immer so ein bisschen Betriebsblind ist, weil er schon so lange dabei ist, so routiniert Dinge macht, einfach möglichst viele Leute nochmal mit ins Boot holen. Das könnte auch ein kleines bisschen in Richtung prozessorientiertes Wissensmanagement gehen. Ja. Ja. Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, Günther, dass du dir Zeit genommen hast und auch für die gute Vor- und Aufbereitung deines Beispieles. Das war wirklich aus der Praxis und schön anschaulich. Hat uns auch geholfen in dieser ersten Woche, die ja eher im ersten Modul, dass er eher die theoretischen Grundlagen behandelt, mal ein bisschen aus der Theorie rauszukommen, zu gucken, wie sieht es denn in der Praxis aus. Also ganz herzlichen Dank dafür. Gerne. Herzlichen Dank auch an alle Teilnehmer fürs Dabeisein, fürs Fragen stellen. Und dann würde ich sagen, beenden wir hiermit unsere erste Live-Session und freuen uns auf die nächste, die wir rechtzeitig ankündigen.